Dejen de estar hablando y chimeando, que esa vocecita no me tripean. Harto de decirle que yo soy el que la tengo, pero nadie me vaquea. Tan quedado, wow, wow, tan quedado, wow. 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 Tan quedado, wow, wow, tan quedado. Tan quedado, wow, wow, tan quedado. So, und jetzt kommen wir zu einem neuen Video von Saddam 66. So, wir sind heute, damit es etwas anders ist, auf dem Backhaus, hier neben dem Bahnhof. Schöne Aussicht. Wir haben für euch heute einen neuen Künstler, einen jungen Rapper hier aus Saarbrücken. Und ich, wie gesagt, ich liebe Musik. Und wie ihr seht, unser Video dreht sich unsere Jugend hier in Saarbrücken, jungen Künstler hier aus Saarbrücken. Und ich stelle euch ihn vor. So, mein Guter. Was geht ab, Homie? Was geht ab, mein Homeboy? Alles nice bei dir? Ja, Mann. Alles cool, ja, du weißt ja. Dankeschön, mein Bruder, dankeschön. So, ich bitte dich jetzt einfach selbst vorzustellen. Du weißt, wie das bei Saddam 66 läuft. Einfach, ich gebe einfach das Mic ab. Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Veto. Und erstmal danke an euch, O'Neill. Danke an Saddam für das Interview. Coole Sache. Ja, wie gesagt, mein Name ist Veton, ich bin 24 Jahre alt, ich bin aus SP Saarbrücken 66, ihr wisst Bescheid. Ich mache Mucke seit ein paar Jährchen, viele wissen das auch oder haben auch mal schon produziert mit mir zusammen, Beats oder in jeder Art von Music. Und ja, ich gebe einfach jetzt mal das Mikrofon wieder zurück und du kannst einfach mal Fragen stellen, ne? Ja, Mann. Ja, Mann, mir brenne schon. Ich will wissen, seit wann du Musik machst, mein Bruder. Seit wann machst du Musik? Seit wann hast du mit der Musik angefangen? Vor allem Hip-Hop, was für Art von Hip-Hop machst du? Und ich will alles von dir wissen. Ja, die Saddam-Leute sind heißer drauf zu wissen, was abgeht. Ja, seit wann mache ich Musik? Also ich bin, wie gesagt, schon 24 Jahre alt. Mein erster Track, glaube ich, war mit 9. Und Tony und G hieß der Track. Das war mit Dano, auch aus Saarbrücken. Da haben wir mit 9 unseren ersten Song gemacht, ja. Und ja, das hat sich dann immer so weiter so ein bisschen ergeben, einfach Musik zu machen. Also ich mache jetzt schon seit gute knapp 12 Jahre bis 13 Jahre Musik so. Und ja, ich habe auch schon mit 13, 14 angefangen, dann selbst so zu produzieren. Hier und mal da natürlich jetzt nicht ne, einer der Besten, aber man fängt immer als Anfänger an. Und irgendwann kommt man dann auch dahin, wo man halt kommen möchte, sage ich mal. Ne? Seit 13 Jahren Musik? Ja, genau. Also, du hast schon jung angefangen. Und ja, wie findet man dich irgendwie? Kann man irgendwie irgendwo deine Tracks oder deine Songs irgendwie runterladen? Oder wo findet man dich überhaupt? Mhm. Ja klar, mich kann man auch finden. Ich habe auch gerade mein neues Lied rausgebombt quasi. Shorty. Also auf YouTube mit Tony Parisa. Genau, man brandneu Shorty. Also es gibt auch schon andere Songs, aber das waren so mehr oder weniger so der alte Kack, so sage ich mal, weißt du. Ja, aber jetzt momentan habe ich auch ein paar Tracks auch neu auf dem Lager und jetzt diese Woche kommt auch noch ein Video raus. I Am Back ist das Video. Und ich glaube, das wird schon ein bisschen Saarbrücken locker machen. Ja, Mann. Also, du wirst sagen, mit dem Track, also repräsentierst du auch die Stadt Saarbrücken. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das wollen wir hören, Leute. Weil wir wollen euch nahebringen, wie viele junge Künstler wir in Saarbrücken haben, wo wir gar nicht kennen. Mir war das gar nicht bewusst, bevor ich mit den Videos angefangen habe, wie viele Leute, wie viele Talente in Saarbrücken eigentlich hervorbringt. Und ich kriege Gänsehaut jedes Mal, wenn ich als so ein junger Künstler mit so viel Gedanken, so viel in seinem Kopf, so viele Texte. Also Leute, hör auch rein, hört die Songs, also sag mal Bescheid, wo man dich findet, wo man die Songs überhaupt findet, und damit die Leute wissen, einfach und deine Musik ein bisschen so kennenlernen. Ja, Mann. Ja, wie gesagt, Leute, YouTube für Tony, Berisa gibt's einfach, ich muss es so oder so noch umändern, Berisa wird rausgekackt, auf jeden Fall, muss Bruder Herz, weißt du, einfach ein Stani-Name, für Tony, Leute, wie gesagt, ja, über Insta findet mich I Am für Tony. Und Facebook auch für Tony, also überall, Bruder, bei mir ist Stani. Und wie gesagt, Leute, meine Musik kommt, mein neues Video ist schon draußen, Shorty, auf jeden Fall, danke auf jeden Fall für die Resonanz, ihr habt auf jeden Fall gezeigt, dass es schon gut angekommen ist, wie gesagt, nach 4 Jahren kam der auch erst wieder raus. Aber hat mir auf jeden Fall gefallen. Danke an alle Jungs aus NRW, Dick auf jeden Fall, aus Baden-Württemberg. Die Jungs haben auf jeden Fall stark supportet. Ich liebe euch und das nächste ist unterwegs. Bam, bam, Dicker, 66 Saarbrücken lebt. Yeah.
Yeah. Das sind unsere Leute, Leute. Ihr habt schon zugehört und ich hoffe, ihr folgt unserem Mann hier auf Instagram und sucht ihn, sucht seine Musik, supportet, einfach unterstützen. Wir müssen unsere jungen Künstler hier aus Saarbrücken unterstützen. Und mir ist aufgefallen, Alter, du hast ein fresher Style. Kannst du uns jetzt unsere Leute hier aus Saarbrücken erzählen, wo gehst du, wo geht der Mr. Tony einkaufen? Einkaufen, eieiei. Wo geht Tony einkaufen? Keine Ahnung, Bruder. Ich bin nicht so der Markentyp, bin ich ehrlich so. Klar, man tragt immer Marke, so Nike und keine Ahnung, so Sachen. Stani, aber, Stani, weißt du, ich meine. Aber keine Ahnung, was mir gefällt, gefällt es. Weißt du, wenn ein Shirt für 3 Euro geil ist, dann ist es geil. Dann hat es ja, nichts mit dem Geld zu tun, sondern es muss einfach geil sein, weißt du, ich meine. So sehe ich das auch. Mein, ich kaufe überall meinen Scheiß so. Weißt du, wie ich meine? So klar, Schuhe jetzt nicht. Schuhe gibt es halt immer Markenstores, Digga. Und da muss man auch die Schuhe kaufen, weil ich trage nur Air Force so. Yeah, yeah. Ja, und alles andere, Bruder, ist so eine Sache, weißt du? Wie also, gesagt, Tony ist really. Yeah, real. Und mehr, Mann. Aber danke auf jeden Fall, Bruder. Jetzt. Ja, ich kann das nur zurückgeben, Homie. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, der Style fällt schon auf mit dem Goldkettchen und so. Muss man schon, wow. Alles gut. Shit, ey. Es fällt schon auf und so. Und eine andere Frage. Du hast bestimmt auch irgendwie sind deine Eltern hier aus Deutschland im Integration? So? Ich weiß nicht, wie es heißt, Leute. Ihr könnt es mir irgendwie Bescheid sagen, aber ich bin ein Ausländer. Aber bist du jetzt deutsch? Ich frage dich, ja, wisst du. Bist du jetzt deutsch oder bist du hier geboren oder hast du irgendwie, sind deine Eltern aus irgendein anderes Land? Erzähl mal von dir und so. Bist du hier geboren? Kommst du aus anderen Ländern? Bist du so Kulturmensch, keine Ahnung, so wie ich jetzt, bunter Vogel? Woher kommst du, mein Bruder? Erzähl von dir. Ja, also wie er schon vorhin gesagt hat, ja, ich habe mich hier integriert. Ich lebe auch jetzt schon in Deutschland seit... Woher kommst du? Erzähl mal die Leute. Ja, genau, wir machen das jetzt. Wie gesagt, also ich bin seit 21 Jahren in Deutschland, aber ursprünglich komme ich natürlich aus dem Kosovo. Also die Vorfahren kamen natürlich aus Indien, wir sind Roma. So, besser für euch gesagt, Zigos, kein Albo, aber trotzdem schöne Grüße auch an die Albos. Auf jeden Fall, klar, Bruder, jetzt an alle gar, nein, Multikulti auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich feiere jede Herkunft, egal woher sie kommt. Wichtigste ist nur, dass wir Menschen sind, wie gesagt, ich bin aus dem Kosovo, bin Roma und meine Eltern sind auch von dort natürlich. Aber ja, ich bin hier aufgewachsen, merkt man vielleicht auch an meiner Aussprache oder... Oh, an meinem eine Deutsch. Heiße Frage habe ich jetzt, eine heiße Frage. Eine heiße Frage, komm, komm, da lassen wir sie nicht lange flackern. Ich glaube, unsere Zuschauer, wenn die hören Roma und so, erzähl mal, weil du weißt ja, es heißt hier über die Roma, zap, zarap und was weiß ich nicht. Und, hot, hot people, you know. Ja. Also, erzähl mal, ich will, dass das jetzt einfach aufgeräumt wird, weil wir haben Leute hier. Ich will, dass du da von dir das selber sagst. Ich will das nicht erzählen, weil die Roma haben so ein Ansehen, das ist für mich nicht schön, weil die werden in ein Licht reingerückt, wo ich mir denke, da gehören auch andere Kulturen, unsere Kultur genauso, also, aber die werden irgendwie so auf eine Schublade gesteckt, Aleka. Und ich finde das nicht schön. Erzähl mal von dir. Was hast du hier in Deutschland erlebt? Wie bist du deinen Weg gegangen? Wie hast du dich gebildet, damit du top bist, wo du jetzt bist, mein Bruder? Das war eine starke Frage, ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Roma, ja, man kennt das halt immer so. Ne? Man muss sich aber auch vorstellen, Leute, guck mal, wie er das schon angesprochen hat. Es gibt viele Herkünfte, wo kriminell sind, ne? So, keine Ahnung, also... Sagen wir mal die Kultur her, so, man kennt dann halt typisch die Zigeuner, das ist aber auch normal, weil Zigeuner, sage ich mal, oder Roma oder wie auch immer, die haben keine Herkunft, wo man sagt, die haben ein eigenes Land. Das heißt, das waren immer so pilgernde Leute, ja, die waren immer von hier nach dort, und hast du nicht gesehen, weißt du? Ist ja klar, wenn ich kein Land habe und keine Stütze habe und keine Beihilfe habe oder von sonst wo irgendwo eine Stütze kriege, dass ich mir irgendwie mein Brot angeln muss, ja. Das heißt, das hat jetzt nichts nur mit Zigeuner zu tun oder so, das würde jeder Mensch machen, das ist... Von Mensch zu Mensch würde jeder klauen, wenn es um seinen Magen geht, ja. Also hier geht es nicht, ich bin Zigeuner, du bist ein Pakistaner oder du bist ein Pole. Das kennt man auch wie bei Polen, man sagt immer Pole, alles weg oder so, weißt du. Das hat gar nichts mit der Herkunft zu tun, sondern ein Mensch ist gierig, weißt du, wenn es um sein Leben geht, er würde sogar töten und nicht nur klauen. So. Wenn wir das Wort Zigeuner, das sind Leute, die ziehen zum Land. Wie gesagt, die haben keinen festen Wohnsitz, festen Stand und...
Aber das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil Jesus ist auch von Land zu Land gezogen und hat seine Jünger geliebt. Ja, das stimmt. Und er war auch ein Zigeuner dann in dieser Hinsicht, weil er ist durch das ganze Land gezogen. Also, wir sollten eigentlich nicht vorurteilen, wie er sieht. Und es gibt viele Menschen, viele gebildete Menschen, egal wie die Herkunft ist. Ich habe das schon mitgekriegt und vor allem in Saarbrücken. Und deswegen unterstützt Saardom 66 junge Künstler, egal die Herkunft. Das ist egal, wir kennen keine Herkunft. Für uns zählt einfach nur der Mensch. Der Mensch steht im Vordergrund und das sage ich immer. Und zu dem nächsten Video, jetzt, was nächstes kommt von Saardom, es geht um Rassismus hier in Saarbrücken. Das soll euch einen Einblick von unserer Stadt und ihren Rassismus so ein bisschen nahe bringen. Wollen wir euch das und vielleicht ein bisschen mit anderen Leuten und mit älteren Leuten und Leute, wo vielleicht ein bisschen gebildeter und vielleicht im Krieg, vielleicht, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was für Leute wir vor die Kamera kriegen. Es ist jetzt nur so eine Idee, aber das nächste Video geht um Rassismus, das sollte jeder einschalten. Das ist Saardom 66 mit unseren jungen Künstlern hier aus Saarbrücken. Leute, und jetzt nochmal, damit ihr den Erfolg, ich will, dass ihr das supportet. Jeder muss, es sollte jeder zusammenhalten hier in Saarland. Wir sind eine der kleinste Bundesland Deutschland. Wir sollten zusammenhalten. Wir sind eine Familie, eine große Familie. Wir sind Saarbrücken, wir sind das Saarland. Und wo findet man dich nochmal, bitte, damit die Leute dich supporten? Ich will das, ich möchte das. Bitte Leute, folgt unseren Künstler. Nee, voilà, ich küsse deine Augen, Bruder. Also bevor ihr mich erstmal supportet, supportet diese zwei Jungs, Sonil Flacker und Samo. Yeah, Rafi La Rabia. Verstehst du? Nein, ich finde das geil, was die machen, ist echt geil. Weißt du, ich habe es auch jetzt gemacht, weil das Jungs von uns sind. Weißt du, supportet erstmal diese Jungs. Gebt auf jeden Fall einen dicken Daumen, abonniert diesen Channel, zeigt das eure Freunden, Jungs. Wie gesagt, Saarland ist so ein bisschen abgewürgt, wir sind immer so am Abkacken, weißt du? Lasst uns alle mal ein bisschen rauskommen und achtet nicht immer so viel, wer was Besseres hat. Wir sind alle eins, Mann. Weißt du, dein Geld macht mich nicht reich und umgekehrt genau nicht so. Wir können nur mit unser Geld zusammen reich werden. Also lasst uns auf jeden Fall ein bisschen bei Saarbrücken verändern, lasst uns Mucke machen. Beton wird auch noch ein paar neue Projekte machen, hoffentlich, inshallah auf jeden Fall, mit meinem Bruder Psycho. Save the Million, also der wird auch am Start sein. Interviews, den wollen wir auch noch vor die Kamera kriegen. Von meinem Bratko Safe kommt auch was. Gespannt, es kommen so viele junge Talente hier aus Saarbrücken, so wie mein Mann hier. Ich küsse dein Herz, wie gesagt, Veton und Samo, 66. Yeah. Nochmal, damit die Leute es noch hören. Das wer will's? Auf jeden Fall, wie gesagt, Leute, V-E-T-O-N-I. Gebt euch auf YouTube, mein neues Lied ist draußen, Chardy. Diese Woche, kommt auf jeden Fall mein neues Video raus. I am back. Ich liebe euch, wir lieben euch. Bis bald. Ich danke dir auf jeden Fall noch für das Interview, Bruder. Ja, Mann. Korrekt. Superman, ein Superman hier aus Saarbrücken. Super junger Talent. Wir freuen uns jeden, wo wir vor die Kamera bekommen, weil das ist Saardom 66. Wir wollen einfach, dass unsere jungen Talente hier aus Saarbrücken einfach, dass wir euch zeigen, euch das nahebringen, was Saarbrücken hervorbringt. So Leute, und wir haben uns auch einen anderen Künstler für euch. Wir waren heute in einem Videodreh und den will ich für euch jetzt interviewen und vorstellen. Das muss ich euch anziehen, weil das liegt mir auch sehr in den Herzen. Auch ein junger Künstler hier aus Saarbrücken, mein Bruder Pablo. Pablo, what's up, mein Nigga? What's up, mein Bro? Todo bien, ey. Der spricht Spanisch. Was geht ab? Also, und Deutsch. Also, Leute, es wird ein geiles Interview mit Pablo. Auf Spanisch, also, Spanglisch kann man nicht sagen. Das ist so eine Mischung auf Dominikanischen und Spanisch. Spanisch und Deutsch, ne? Aber wir machen für euch, das war nur Spaß, wir machen das Ganze für euch auf Deutsch und so. Pablo, wir waren heute bei deinem Videodreh, wir waren dabei, wir sind Saardom 66, haben dich schon supportet, schon von Anfang an, seit ich dich kenne, bist du ein fresher Mann und ich möchte, dass du dich jetzt für unsere jungen Zuschauer hier aus Saarbrücken, für unsere Zuschauer auf ganz Deutschland, die uns supporten, auch aus der Dominikanischen Republik. Un saludo para mi gente de la República también. Ja, como ya tú sabes, mi la gente aquí.
No sé qué van a traer. So, mi Bruder, ich will, dass du dich jetzt für unsere Zuschauer dich vorstellst und einfach erzählst, wie du mit der Musik angefangen, weil du sprichst ja Spanisch, aber machst deutschen Hip-Hop. Das musst du uns jetzt ein bisschen so erzählen. Ich will, dass du jetzt perfekt dich und von dir erzählst, damit unsere Zuschauer dich kennenlernen. Ja, Mann, was geht ab? Ich bin Pablo, auf jeden Fall. Hier aus Saarbrücken, 66, ihr wisst Bescheid. Musik ist eine Herzensangelegenheit einfach. Es geht nicht um Geld. Und es geht einfach darum, den Leuten Saarbrücken zu zeigen. Wir zeigen Deutschland, was es heißt, hier zu leben, würde ich mal sagen. Ja, Mann, unsere Stadt. Es geht nur um den Vibe, um die Energie in der Musik. Das ist das Ding, was man auf jeden Fall raushauen will. Und ja, Mann. Rap auf Deutsch und im Moment noch nicht auf Spanisch, weil das ganz einfache Problem, die Leute verstehen das Spanisch hier nicht. Ja, Mann, ich zeig den Leuten Hooks auf Spanisch und die sagen mir, das hört sich nice an, aber Bruder, ich verstehe kein Wort. Und dann geht das natürlich nicht. Kann man nicht machen, aber das wird auch noch kommen. Ich habe so ein paar Sachen geplant auf jeden Fall. Okay, okay. Ja. Aber was mir so auf den Herzen brennt, man hört so in die Charts so Leute wie Ozuna oder Nicky Jam und die singen auch und rappen auch auf Spanisch. Warum hast du es auch nicht versucht? Weil es zeigt ja ein Teil von dir, wo vielleicht hier nicht so viele Leute kennen. Und damit hebst du dich von der Masse ab. Oder was macht dich so besonders, dass du sagst, Mr. Pablo ist the shit. Erzähl mal. Naja, du weißt, Mann, Authentizität ist alles. Man muss real sein und das ist, was zählt auf jeden Fall. Weil wenn du Scheiße laberst in deinen Texten, dann kommt es nicht an. Die Leute müssen das fühlen, die müssen sich denken, ey, Mann, genau da habe ich auch mal gestanden. Und ich weiß genau, wie es aussieht. Und du hast gesagt, Nicky Jam, Ozuna in diese Richtung. Auf jeden Fall habe ich Bock da drauf, ist natürlich schwer, die beiden sind Legenden, Mann. Und ich werde versuchen, auf das Level natürlich heranzukommen, Mann. Ich werde mich mit nichts zufrieden geben, immer hustlen, immer motiviert bleiben. Auch alle Leute da draußen, die Musik machen oder Kunst an sich, einfach motiviert bleiben. Und jetzt zu deiner Person zu kommen, weil Pablo... Ich sehe, ich heiße Raphael, ja, aber ich bin Pablo, denkt man so ein bisschen gebräunter und was weiß nicht. Ich will, dass du von dir erzählst, wie kommst du auf den Namen Pablo? Ist das dein Künstlername? Ist das dein Real Name? Wie alt bist du, damit unsere Zuschauer nach wissen? Natürlich. Also, erzähl mal. Ja, ich bin 20, jetzt bald 21. Und Pablo ist mein Künstlername, Soy Pablo. Und mein richtiger Name ist aber auch Pablo. Das liegt daran, dass meine Familie ein Teil meiner Familie aus Spanien kommt. Und dann sind meine Eltern damals auf diesen Namen gekommen, so sieht's aus. Und ja, viele Leute fragen mich, wenn die mich sehen, so, ey, ist das echt dein Name, Mann? Und ich sag denen, ja, so, ist mein Name. Ja, Pablo. Ja, ich hab's, aber wirklich, ich hab's. Also, normal, wie ich gesagt habe, Pablo. Stellt man sich vor, so Antonio Banderas-mäßig. Du weißt, was ich meine. Nee, aber es ist halt nicht üblich, als Deutsch-Spanier halt. Ja, aber cooler Name, mein Freund. Soy Pablo, ja, du sabe. Ihr weißt schon Bescheid, wollte ich schon sagen, mein Mann hier. Ihr wisst Bescheid, also Soy Pablo unterstützt unser junger Künstler aus Saarbrücken. Wir waren heute bei dem Videodreh dabei, es ist der Shit. Das neue Video kommt jetzt bald raus, Leute. Ich war dabei, es war der Scheiß, Alter. Es war der Shit. Einfach Soy Pablo, damit man unsere jungen Zuschauer auch dich finden. Ich will, dass du einfach... Nein, nicht so schnell. Jetzt war mal ein bisschen zu schnell, jetzt ein bisschen zurück. Jetzt auch Lieder von dir, wo findet man dich? Hast du schon ein paar Projekte mit was für Leute hier aus Saarbrücken hast du schon aufgenommen? Hast du noch nicht ein Feature? Hast du jetzt einfach für dich, erzähl mal, wie ist deine Musik? Erzähl mal was von deiner Musik. Ich glaube, unsere Zuschauer wollen hören und wollen wissen, ja, was du so machst. Bis jetzt auf jeden Fall Richtung Trap mit Sims OG. Wir haben ein paar Lieder aufgenommen, Ajax Amsterdam, auf jeden Fall ein fresher Beat, Sims ist aus
Saarbrücken auch, ja. Yeah. Und auch noch für die Kamera, Leute. Auf jeden Fall, auf YouTube zu finden, die Beats, auch Water, einer unserer Lieder, kann man sich geben, auf jeden Fall auf YouTube. Und der Link wird in der Beschreibung sein, habe ich gehört. Na klar, na klar. Und ja, es wird demnächst auf jeden Fall Labyrinth kommen, bleibt gespannt. Es gibt viel zu sehen, heute Videodreh gehabt, hat Spaß gemacht, das ist die Hauptsache. Tja, Mann. Und damit unsere Zuschauer vielleicht wissen, wie der Song heißt, was jetzt von dir jetzt neu rauskommt. Vielleicht willst du das verraten oder vielleicht willst du jetzt ein bisschen ein Geheimnis draus machen. Ich weiß es nicht, ich frag dich einfach frech heraus, wie heißt das Lied und erzähl mal einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es verraten willst, erzähl einfach. Ja, natürlich, kein Problem. Das Lied wird Labyrinth heißen und auf Instagram ist schon ein kleiner Teil zu sehen. Natürlich will man ein bisschen Werbung machen für seine Musik. Man muss es supporten. Wir wollen was erreichen. Immer am Hustle bleiben. Und ja, so wie es aussieht, wenn man dran bleibt, klappt das auch, wie bei allem. Das ist auch schön. So Leute, support es. Folgt unserem Mann auf Instagram. Soy Pablo. Ja, du sagst, ihr wisst schon. Auf YouTube, egal wo ihr seine Musik hört, bitte spittet und unterstützen. Und jetzt für unsere Zuschauer, was ganz Spannendes auch ein paar Fragen auf Spanisch, weil unser Man hier kann auch Spanisch. Para unsere Zuschauer, para nosotros allá en la República, para ustedes también. Un poquito para que conozcan nuestro talento aquí en Alemania, mi ciudad, Saarbrücken. Nosotros representamos y apoyamos nuestro talento que son de aquí nuestra ciudad. Así aquí estamos con Saddam 66 con nuestro talento Pablo. Y yo, Pablo, yo quiero que tú le cuentes un poquito de tu vida aquí en Alemania. De mi vida. Y al rapero, porque nuestro amigo aquí es rapero, le mete durísimo a la música, durísimo, le mete durísimo al hip hop de Alemania con y que ustedes no, ni se lo imaginan. Y cuéntale un poquito a la gente, a nuestra gente allá de España y la República. Pues a ver, ahí vamos. Aquí haciendo música, intentando de sacar algo para adelante. Siempre intentando lo mejor. Le doy en alemán, yo hago mi rap alemán aquí. También intentando de sacar un poco de rap español. Ya sabes cómo hay que sacarlo. Un poco representando la cultura del mundo, porque aquí no se vive solo en Alemania, se vive en el mundo. Así mismo es. Y ahí vamos, intentando de sacarlo para adelante. Eso es, mi gente. Ya ustedes saben. Uno de nuestro talento aquí, en nuestra ciudad, que nosotros representamos y apoyamos de corazón, es nuestro Soy Pablo, para que ustedes sepan. Yo quiero que ustedes lo sigan, le den like, le den a la campanita. Soy Pablo en Instagram. 66. Ya tú sabes, Soy Pablo 66. Búsquenlo y denle duro a eso. Escuchen la música, escuchen el tema. Das ist Saddam 66. Das ist unser neuer Künstler, unser junger Künstler hier aus Saarbrücken. Und wir sind raus. Peace. So, wie versprochen, werden die ersten drei Leute, die unser letzten Video supportet und kommentiert haben, bei uns persönlich begrüßt. Das ist einmal Joel Rodriguez, yeah, uno de lo mio, personal. Und das ist einmal offiziell DM Squad 11, yeah. Dankeschön für uns, supporten und Danke, vielen Dank. Und einmal Agneta Metz aus Frankfurt. Dankeschön für den Support. Vielen Dank. Das ist Saddam 66. Wir danken von ganzem Herzen, Leute. Und weiter so. Die ersten drei, die unser nächsten Video wieder kommentieren, werden von uns wieder begrüßt. Also, das machen wir jedes Mal so. Und vergiss es nicht zu abonnieren. Dankeschön, das ist Saddam 66, wir sind raus.